الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ليبر مزدلف eigentlich ich habe mir überlegt wirklich ob ich über das Thema was heute passierte rede oder nicht. Ich weiß nicht, ob das nützlich ist oder nicht, obwohl ich weiß nicht, ob die Zeit, sage ich jetzt, ob wir die Zeit vielleicht in einem Hadith und einer eher erklären, verbringen oder nicht. Aber man muss manchmal über Themen reden, wenn man auch gezwungen ist, damit man vielleicht seine Meinung dazu sagt, Allahu a'lam, ob alles richtig ist oder nicht. Aber wir haben heute gesehen, dass ein Mann, es war eine Moschee oder zwei Moscheen wurden gestürmt, und da hat man mit Maschinenpistolen auf die Leute geschossen und da hat man Leute getötet, die waren von Muslimen während Freitagsgebet. Jetzt, was ist unsere Haltung dazu? Was sollen wir davon denken? Erstens, barakallahu fikum, diese Leute, die in der Moschee gebetet haben und die wurden getötet, möge Allah subhanahu diese Leute als Shuhada annehmen. Und wir machen für sie mit Gebet und die sind unsere Brüder, obwohl wir die Leute nicht kennen. Aber die haben gebetet, die sind Muslime, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute verzeihen, vergeben, möge Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen annehmen. Wir haben eine Person gesehen, diese Person kam in die Moschee, die macht Musik und die sagt, der nimmt Revanche und Rache für ein Mädchen, die in Schweden oder Holland getötet wurde und für diese Attentat von Muslimen. Haben die Muslime sowas getan? Haben die Muslime Frauen oder Kinder getötet? Natürlich nicht. Das war einer, der hat das getan. Aber warum werden andere bestraft für Tat von einem anderen? Wo ist die Gerechtigkeit dabei? Aber eine Frage, die wir uns stellen. Als wir das gesehen haben, dass ein Mann in eine Moschee reinkommt und er schießt auf die Leute, was war unser Gefühl? Und dann schauen wir die Ungerechtigkeit, was er macht. Okay, und wenn wir hören von einem Moslem, der in eine Kirche reingeht, während die Christen beten, und er tut sowas, was sollte unser Gefühl auch sein? Und deshalb wir sagen, wir sind gegen die Ungerechtigkeit und wir sind gegen solche Attentaten. Ob diese Attentaten von Muslimen sind oder gegen Muslimen. Von Nicht-Muslimen oder gegen Nicht-Muslimen, weil wir Gerechtigkeit haben. Wer deinen Vater getötet hat, tötest du nicht seinen Sohn und tötest du nicht seinen Onkel und tötest du nicht seinen Nachbar. Sondern es gibt einen Richter und der Richter entscheidet, was mit ihm passiert. Und deshalb in unserer Region gibt es eine Tat wird nicht für eine andere Tat bestraft oder eine Person wird nicht für die Taten von anderen Leuten bestraft, sondern jeder wird für seine Tat zur Rechenschaft gezogen. Der Plan ist logisch. Der Plan war und ist und es wird. Die wollen sagen, Islam ist Terrorismus. Und weil Terrorismus schlecht ist, für jede Person, für uns alle, deshalb muss der Islam bekämpft werden. Und sie haben die Geheimdienste, sie haben sich Leute gesucht, Gruppen haben sie gebildet und Leute, die arbeiten mit ihnen. Und immer, wenn was passiert, dann schicken sie ihre Leute. Jetzt, das wird nicht lange dauern, dann kommt irgendein Muslim in einem Land und die greifen die Christen oder die greifen andere. Da schauen wir die Muslime. Was sind die Muslime? Wir Muslime, wir sagen, wir sind gegen Blutvergießen. Wir sind Alhamdulillah Leute, die Frieden schaffen wollen. Und wir sind Leute, die sagen, wenn Terrorismus das ist, dass man unschuldige Menschen tötet, dann sind wir gegen alle Arten von Terrorismus. Aber subhanallah, Leute kommen mit ihren Flugzeugen und mit ihren Panzern und Kanonen und die bombardieren die Muslime, die töten ihre Kinder und die vergewaltigen ihre Frauen. Diese Leute sind Friedensträger und Friedensmacher. Und die Muslime, die ihr Land, ihre Würde, ihre Ehre, ihr Blut und ihr Leben verteidigen, sind Terroristen. So ist, was sie von uns wollen. Deshalb sollen wir aufwachen. Durch diese Sachen, barakallahu fikum, die ganze Zeit wissen wir, dass diese Gruppierungen, die angeblich für den Islam kämpfen und deshalb tun sie Bomben
und sowas auf den Werten oder in Büssen oder die gehen in Kindergärten, die nehmen Kinder als Geisel. Wir wissen alle, dass das alles falsch ist und das nicht von unserer Religion ist. Und wir müssen das sagen. Aber die lassen dich nicht die Wahrheit sagen. Die wollen, dass du sagst, nein, tötet sie, mach das mit ihnen. Und das sagen wir nicht. Wir sagen, Allah, Allah hat verboten, dass man Unschuldige, Seelen, unschuldige Menschen tötet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, dass wir gerecht bleiben und dass wir die Wahrheit sagen. Und Allah hat uns befohlen, dass wir gut zu allen Menschen sind, solange diese Menschen gegen uns nicht kämpfen. Deshalb aufpassen, subhanallah, die haben geplant, Geheimdienste und Regierungen. Die haben geplant, den Islam zu vernichten. Und jedes Mal kommt etwas von Allah subhanahu wa ta'ala, damit man sieht, wie sie lügen. Ich meine, was würden sie jetzt sagen? Ihr wisst ja, immer wenn einer die Muslime tötet, die sagen verrückt. Die sagen verrückt oder psychisch krank. Bei ihm, was würden sie sagen? Ja, recht radikal, okay. Sind jetzt alle recht radikale Terroristen? Sag mal recht radikal. Nein, aber bei Muslimen, wieso? Der Islam ist Terror und die Muslime sind Terroristen. Und dieser Mann macht das aus diesem Grund. Deshalb aufmachen, liebe Muslime. Es geht um unsere Religion. Und diese Geheimdienste, die versuchen immer Leute zu rekrutieren, damit sie das machen. Ich gebe euch Beispiele, ich rede nicht von der Luft. Diese Zelle in Frankreich und diese Zelle in Belgien, mit wem haben sie zu tun gehabt? Die haben alle ihre Ausbildung bei Polizei gehabt. Es gibt ja aus Deutschland einen, die haben ihn nach Afghanistan geschickt und der hat ein Buch veröffentlicht. Und er hat gesagt, Verfassungsschutz hat ihm Geld gegeben, damit er dahin kommt. Und der kann ihr Vertrauen gewinnen, indem er ihnen Geld gibt. Und am Ende, die machen etwas und die sagen, Muslime. Die sagen, die Muslime, aufwachen, Allah. Es geht nur um unser Islam. Wenn wir unsere Religion lernen und wenn wir Allah fürchten, dann wissen wir ja alle, dass man unschuldige Menschen tötet, dass es haram ist und verboten ist. Und das dürfen wir das nicht machen. Und dass man, wal'iyadu billah, egal wer, dass man die Leute zu Ungerechtigkeit behandelt, ist nicht Islam. Und wer sagt, ich will die Gerechtigkeit zu Muslimen, dann sollte man selber gerecht sein. Selber gerecht sein. Das wird auch wieder in anderen Moscheen passieren und in anderen Ländern passieren. Das ist die Wirkung von diesem Hass und von diesem Plan gegen den Islam. Die Leute, die normalen Leute jetzt, sind gegen uns geworden und die sind bereit für solche Dinge. Und das ist die Sache. Das ist die Wirkung von Hass von diesen Leuten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala machen. Deshalb besinnen. Besonnen bleiben, gut denken, aufpassen. Jetzt werden manche Leute sagen, wir wollen Revanche, wir gehen auf der Straße. Falsch, das wollen sie genau. Wenn die Muslime auf der Straße gehen, sie werden sagen, schaut mal, als das passierte mit Nicht-Muslimen, sind sie nicht auf der Straße, nur bei ihnen. Egal, was du machst am Ende, die werden versuchen, dich als schlechter Mensch zu zeigen, als Gefahr, weil die wissen, wenn der Islam kommt, dann werden sie ihre Privilegien verlieren. Und wenn der Islam kommt, dann gibt es die Gerechtigkeit und das wollen sie nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, vergeben. Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina qulubina wa ala sayyidina salam wa unajjina min adh-dhulumat ila an-nur. Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina muslimin. Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika min an-nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.